Servus und herzlich willkommen zur vierten Staffel von Drug Dealer Simulator. Meine Überlegung war, nachdem ich ja die Demo angezockt habe von Drug Dealer 2, dass ich jetzt nochmal dieses Spiel hier raushol und nochmal eine Staffel mache. Allerdings eine ganz normale Staffel, also mit allem, was dazugehört, so schnell wie möglich im Grunde auch voranzukommen, so schnell wie möglich Geld zu verdienen, ohne irgendwelche Challenges. Und das Spiel kommt ja an sich ganz gut bei euch an, also von daher denke ich mir, wird es ganz lustig sein. Und ich freue mich schon drauf. Also ich habe riesig Bock gehabt, jetzt dieses Spiel nochmal zu machen, bevor das 2er rauskommt. Und die Demo hat mir da schon extrem viel Lust drauf gemacht auf das zweite Spiel. So, aber jetzt geht's los, Leute. You too! So, here we are. The adventure is hot. The big question is this my story or your story? Let's find out together, shall we? Got that blunt handy? Yes, blunt handy habe ich immer im Anschlag, so wie sich's gehört. So, Eddie, komm, ruf an. Let you sleep yesterday off, but I have some troublesome motherfucker to attend to, and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see me. Alles klar, wir machen uns natürlich gleich auf den Weg, ist logisch. So. Yeah, good old Eddie. He's the head of logistics, so you better listen to what he has to say, huh? Go meet him. He'll prep you up for the job. Yes, lasst uns machen. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall recht schnell vorwärts treiben. Also ich werde mich da nicht zurückhalten mit Handel oder sonst was. Das Einzige, was ich mache, ist jetzt am Anfang. Und zwar, wir werden, bevor wir zu Eddie gehen, erstmal so ein paar Punkte ablaufen, wo meistens Sachen sind. Also zum Beispiel hier, da ist jetzt gerade nichts. Oder dann auch der Tisch, der hier hinten ist. Weil oft kann man wirklich Glück haben, schon am Anfang, wenn man das Spiel startet und findet hier so das ein oder andere, was ich mir natürlich gerne holen möchte. Ja, ja, dass du noch keine Ausdauer hast, das denke ich mir schon. Ich kenne natürlich nicht alle Plätze, wo irgendwelche Sachen spawnen, das ist auch klar. Aber zumindest ein paar Punkte kenne ich, ne? Wie jetzt zum Beispiel hier. Spraydose, es kann auch sein, dass hier immer wieder mal eine Spraydose liegt. Und solche Sachen sammle ich mir gerne ein, bevor ich dann richtig loslege. Mal schauen, ob ich noch was finde. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu früh jetzt halt dran. Das kann auch sein. So, hier haben wir nichts. Nee, normalerweise habe ich hier auch was liegen, aber es ist halt ein wirklich absoluter Zufall und Glücksgriff, wenn man hier was findet, schon am Anfang, vor allem eine Tasche oder sowas, das ist natürlich genial. Ja, ja, ich weiß, du bist außer Atem. Immer mit der Ruhe, ne? So, holen wir uns mal den Smell. Love the smell of tires in the morning. Oh, und da haben wir sogar schon Geld liegen. Oh, cool. $49, nicht schlecht. So. Mülleimer, da gehe ich dann später drauf ein, weil die werde ich nämlich am ersten Tag auch komplett durchgehen und komplett looten. Aber noch nicht. So, schauen wir mal, ob hier irgendwas liegt. Nee, hier liegt leider nichts. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ab und zu halt mal eine Spraydose irgendwo, aber ist okay. Dann gehen wir jetzt halt erst einmal zu Eddie und geben uns den Anfangsdialog. You're here, looking good. Great. Sit down. I'll brief you up. Doobie? Logisch, immer, her damit.
That's what you're gonna be selling, so test it out. You know what? Sometimes when I get these so-called second thought kind of thing, I come here. Sit down and just watch this shit. You know that every trap in the U.S. has this bull? $25 million it cost them. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Anyway, how was the party? Oh, keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. Yeah, you young motherfuckers tend to do that. Nowadays, I'd be fucked up big time for a week if I'd party that hard in one evening. Well, okay. Anyway, good that you stretched up, because we've got some jobs to do. Listen up. I'm your main and only contact in the cartel. Anything and everything considering the business in and out goes through me. From now on, I'm your daddy, your boss, your fucking wife, all in one person. You need dope? You write to me. You got the cash for the cartel? I take it. You shit your pants? I need to know before you change your underwear. Straightforward. We're gonna start basic. Grass and amp. There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home, and get your laptop. There'll be clients writing you soon. You make them sales, and I'll get back to you soon after. Questions? Questions eigentlich keine. Yeah, ShadyCom. It's an encrypted app. Cartel's in the 21st century now, baby. Totally safe. Even if the police do get it, we can destroy all the data instantaneously, both server and on the client side. And they won't get shit. This is good stuff. Wish I had things like that in my time back on the street. Oh, you're a smart boy. You'll find it. Anyway, get to work. Gotta go. We'll get to you later. Alles klar. Mach's gut, Eddie. Ciao, ciao. Mach's gut, ich mach's besser. So, lass mich aufstehen. Danke. Just in case you're wondering, dead drops are hidden drop points, where you will retrieve smaller packages. Halt. Trash bins, hole in the ground, a big crack in the wall, you name it. They're usually marked by some kind of symbol, so you should find it pretty easy. So, ich habe nur noch mal ganz kurz geguckt, ob ich da irgendwo Spraydosen liegen sehe. So, wir holen uns zwar jetzt das ganze Dope. There it is, see it? Ja, damit. Alright, now go back home and get to the computer. Your first client should be messaging you any moment now. You'll get notifications on new messages on your phone. But to read them, you'll need the encrypted app on the laptop. Yep. Aber das mache ich noch nicht. Und ich sage euch auch gleich warum. So, jetzt haue ich erst einmal hier das Geld rein und ich haue auch die Drogen hier rein. So, die Spraydose, naja doch, ich tue sie jetzt mal raus, weil ich weiß nicht, was ich alles sammeln werde. So, und folgendes, was ich im Grunde empfehle, aber da muss man einfach die Geduld dazu haben, die Zeit dazu haben. Und zwar, es gibt ja sehr viele von diesen Mülltonnen, die hier überall rumstehen, die man ja auch looten kann. Wie jetzt zum Beispiel diese hier, ne, die kann man ja looten. Man kann das jetzt natürlich machen, aber das Problem ist, dass wir haben jetzt gerade mal 16.27 Uhr. Jetzt, wenn ich die Tonnen aufmache, dann habe ich vielleicht maximal, ich sage jetzt mal 12 Slots, die durchgesucht werden. Und wenn ich bis um 21 Uhr warte, also bis dieser Alarm durch ist, dann habe ich mindestens 12 bis zu, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 24 Slots, die ich durchlooten kann. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich Sachen finde, wie zum Beispiel Handys, Uhren, Ketten und was war das letzte noch? Handys, Ketten, Uhren und noch irgendwas für das. Auf jeden Fall, das können wir finden. Und je mehr ich natürlich von den Slots habe, desto besser ist es. Deswegen empfehle ich auch, bis um 21 Uhr zu warten und dann einfach am ersten Tag alle Tonnen durchzusuchen. Also es ist nämlich noch keine Polizei unterwegs. Man hat noch absolut ein ruhiges Leben hier. Und von daher würde ich sagen, mache ich jetzt auch einen Schnitt und warte mal, bis es 21 Uhr ist.
Jawohl, und keine 10 Minuten später haben wir es dann endlich geschafft, 21 Uhr. Wenn ihr jetzt den Sound von der Sirene nicht hört und auch das Sprechen von Eddie nicht, wundert euch nicht, weil das habe ich nämlich ausgeblendet. Ich habe jedes Mal bei der Sirene einen Content-Anspruch bekommen, wegen irgendeinem Lied. Und die Sirenen werde ich hauptsächlich wahrscheinlich rausschneiden. Wenn ich es nicht irgendwie mal vergesse, wird es eben im Nachgang gemacht. So, wir schauen jetzt halt mal alle Mülleimer durch und ihr seht schon, also wir haben hier einiges an Feldern und wenn man das eben vor 21 Uhr macht, dann hat man vielleicht hier 12 Felder oder sowas, vielleicht mal 14 Felder oder sowas, aber auf keinen Fall mehr. Und je mehr Felder ihr hier habt in dem Bereich, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendetwas findet. So, wir laufen jetzt halt auch gemeinsam die ganzen Container ab. Es gibt nämlich einige und das will ich auch nicht alleine machen. Warum? Warum sollte ich, ne? Hier sind es zum Beispiel schon noch mal mehr. Ich habe immer gedacht, dass mir vielleicht das Gewicht ein bisschen Aufschluss darüber gibt, ob viel drin ist oder ob man zum Beispiel ein Armband mal findet oder sowas. Aber das Gewicht sagt gar nichts. Ich hatte hier auch schon 6 Kilo stehen und es war gar nichts drin. Also da kann man nicht danach gehen. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man irgendwas findet, wenn man ab 21 Uhr hier unterwegs ist. Und es ist ja, es sind ja keine Bullen unterwegs, also von daher ist es eh schon mal ganz gut. So, sollte ich irgendeinen Container vergessen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber normalerweise kenne ich alle Container, kann aber durchaus mal sein, dass ich einen vergesse. Ich werde dann auch mal den Unterschied einblenden, weil ich habe das einmal gemacht, dass ich direkt so um 16 Uhr ungefähr losgelaufen bin und die Container gelootet habe, werde ich dann einfach als Bild später mal einblenden, dass man das im Vergleich mal sieht. So. Dann sind da hinten noch 2 Stück. Vielleicht ist dann auf dem Tisch dann gleich nochmal was. Spraydosen sind natürlich auch nicht schlecht. Muss man die schon mal an der Tankstelle nicht kaufen. Dass ich das Geld vorhin gefunden habe, das ist natürlich hervorragend. Weil das erleichtert mir natürlich einen ganz anderen Start. Ne? Ich kann natürlich bei Eddie was bestellen und kann den wesentlich früher dann auch sein Geld schon wieder geben, als zu warten, bis ich dann alles verkauft habe. So, hier, manchmal hat man dann noch hier was Zweites liegen, aber in dem Fall mal nicht. Ach nee, stimmt, das sind ja 3 Container hier in der Ecke. So, ich hoffe, ist es auch nicht zu öde mit dem Durchgewühle. Aber es gehört halt einfach zum Spiel dazu und ich sehe es nicht ein, dass ich Schnitte setze. Auch wenn vielleicht mal wieder ein Kommentar kommen sollte, dass es zu öde ist. Kommt vor, kommt durchaus vor. Aber ich möchte halt einfach die Spiele so zeigen, wie sie sind und nicht irgendwas zusammengeschnippeltes. So, komm. Jetzt fehlt im Grunde noch Halsband, Handy und Uhr. Das sind jetzt noch die 3 Sachen, die da noch fehlen. Ich glaube, vorhin habe ich vergessen, das Armband. Und man hat natürlich auch nicht überall was drin, das ist klar. So, habe ich jetzt den schon oder habe ich ihn noch nicht? Ja, den habe ich schon. Jetzt war ich mir nicht sicher. Ich mache das auch immer wieder anders. Ne, da liegt nichts. Ups. Ich werde jetzt durchaus ein bisschen kreuz und quer laufen. Mal schauen, wie viel ich dann am Ende raus habe. Also ich habe einen eigenen Spielstand ja auch wieder mal. Und da hatte ich dann von der Beutemenge her waren das ungefähr 6.000 Dollar, die ich da zusammen hatte. Und das ist nicht wenig. Gerade für den Anfang ist das ein Haufen Zaster. Wenn man das erste Mal dann seine Geldwäsche machen kann und dann auch eben das Geld braucht, um sich Zubehör zu kaufen in der Apotheke, da ist jeder Cent gut. Ich werde aber nicht sehr häufig an die Mülltonnen gehen, also das ist hauptsächlich jetzt halt hier
am Anfang vom Spiel. Ich hatte ja auch schon mehr Glück. Also teilweise hatte ich dann auch zum Beispiel Armbänder zwei Stück drin oder zwei Ketten oder sowas drin in einer Tonne. Das ist halt wirklich absolut Zufall, absolute Glückssache. Ne? Wenn man mit dem Loot nicht zufrieden ist, dann kann man natürlich auch das Ganze nochmal versuchen, ist klar. Aber man braucht halt Zeit. Also bei 10 Minuten einfach in der Gegend rumzustehen und zu warten, ist halt auch nicht gerade sehr erfüllend. Und die Funktion mit dem, warte mal, machen wir erst einmal die zwei noch hier. Haben wir sogar noch eine Spraydose, hier damit. Und die Funktion mit dem Warten im Apartment ist halt leider noch nicht aktiv. Ansonsten kann man sich ins Apartment stellen und die Zeit ja einfach mal vorlaufen lassen. Aber leider ist die Funktion noch nicht aktiv in dem Fall. Und nichts weiter. Okay. Dann noch schnell diese eine. Die anderen, die da vorne sind, die Container, die mache ich auf dem Rückweg. Ich bin mal gespannt, ob so etwas auch im zweiten Teil dann gibt. Mit Mülltonnen looten und so. Was ich auf jeden Fall besser finde im zweiten Teil, ist schon mal die Möglichkeit, eben die Termine zu setzen, wann man ausliefert. Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, den sie damit reingebracht haben. Eins von den Armbändern ist 200. Von den Halsketten, die hier auch 200. Ach nee, 400. Ach so, das sind die Gramm, ne? So, Spraydosen. Jetzt habe ich nämlich da nicht aufgepasst. Passt schon. So, den habe ich. Oh meine Güte, Gedächtnis wie ein Sieb habe ich teilweise. Wir laufen noch mal ganz kurz durch die Röhre. Vielleicht liegt da jetzt etwas drin. Vielleicht habe ich ja Glück mit einer Tasche. Nee, aber Haarnadeln haben wir. Dietriche. So, vielleicht habe ich da hinten in der Garage Glück, da habe ich nämlich auch schon Tasche gefunden. Aber meistens steht entweder eine Flasche oder eine Dose oben drauf. In dem Fall gar nichts. Schade. Suchen. Dann kann ich die in die Hosentasche? Kann ich die in die Hosentasche? Aber die hätte ich gerne hinten dran. Na, ist egal. Armband, yes. Spraydosen. Es ist zwar immer nur ein einziger Sprayer übrig hier bei den Dosen, aber ist ja egal, ne? Auf jeden Fall immer noch günstiger wie kaufen. Ich glaube $20 oder was kostet eine Spraydose, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Mal schauen, wie schnell ich vorankomme. Ich bin ja immer ein bisschen ein Schisser, gerade was die Nacht angeht, die Sachen auszuliefern. Ich halte mich ja immer möglichst tagsüber auf den Straßen auf. Da werde ich zwar eher gesehen dann beim Dealen und mein Suchlevel hier geht natürlich dann auch ein bisschen nach oben, aber bin lieber unterwegs am Tag, weil das sehe ich dann nämlich auch mehr. Ich werde wahrscheinlich nicht allzu oft des Nächtens rausgehen. Nachts werde ich wahrscheinlich dafür verwenden, dass ich
dass ich meine Mischungen mache. So, hier habe ich auch schon mal was gefunden, aber ist nichts. In den Häusern habe ich hier noch nie irgendwas gefunden. Da habe ich schon öfters mal nachgeschaut, aber da ist gar nichts. Ja, du kannst gleich ausschnaufen. Komm, noch bis zum Container jetzt. Aber noch kein einziges Handy. Gib mir. Ja, schade. Okay, ansonsten steht hier, glaube ich, kein Container mehr. Mir was, komm. Schade. Halt. Da habe ich. Na, dass das Licht immer nicht anbleibt. Da habe ich, glaube ich, eh nichts. Nee. So, jetzt sind es, glaube ich, noch mit dem rechts von uns noch 4 Container oder sowas. Und dann müssten wir eigentlich alle Container durchhaben. Na komm. Gib mir aber bitte keine Spraydosen, da habe ich jetzt echt genug. Ach, verdammt, nichts. Gar nichts. Okay, dann den hier. Und dann noch die 2 drüben, wo wir die ersten Drogen geholt haben. Was die Ausbeute ist wirklich gering. Also wie gesagt, es ist wirklich ein absoluter Glückstreffer, den wir da hat. Je mehr, desto besser ist natürlich klar. Ne? Gerade was die Halsbänder und die Armbänder angeht. Da hat mal keiner ein Handy weggeschmissen. Also, dass ich noch gar kein Handy habe, das ist schon auch selten. Okay. Nur Thunfischdosen. Nichts anderes. So, und das sollte jetzt der letzte Container sein. Dann schaue ich jetzt dann nur noch mal auf die Fässer drauf, die da vorne stehen. Ich bin natürlich immer froh, auch wenn ich Geld finde, ganz klar. Also wirklich, wirklich wenig. Eine Wasserflasche. Naja, gut. Besser als nichts. Ich kann da vorne noch schauen, ob ich da noch mal eine Dose stehen sehe. Jawohl, da haben wir noch eine Dose. Die steht eigentlich häufig da. So, gut. Dann ist die erste Hürde geschafft. Wunderbar. So. Jetzt tue ich mal alle Sachen hier rein. Moment. Ich tue mal die Sachen hier raus. So, das Zeug. Ja, Handys habe ich keine, wie gesagt. So, die Dosen, die Flasche
und das Geld, sondern blende ich euch jetzt mal, ich muss mir das nur notieren, blende ich euch jetzt mal ein, was ich bei meinem ersten Lauf alles gefunden habe, den ich um 16 Uhr gestartet habe. Und da ist schon ein klein bisschen Unterschied. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis 21 Uhr zu warten. Gut, das Geld lasse ich einstecken, die Amvitamine natürlich auch. Die Vitamin-Sachen lasse ich natürlich auch einstecken. So, jetzt machen wir mal die... Okay, this is Shady Kong. Yes. A special, fancy, dark web communicator. This is where you order the merchandise from Eddie. And this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that in time. Genau, alles zu seiner Zeit. Also, die Aufgaben können wir ja direkt annehmen. Weil die Mengen haben wir ja einstecken. Und da, wie gesagt, jetzt hat eh noch... That sexy red backpack on the cover. I know you're probably used to those sissy casual games where money's stored in a magic cloud under God's fucking pillow. But it ain't the case for us here. You need space to carry cash. So take that into consideration before you run those first clients. Alles klar, du hast es mir gesagt. So, hast du, ja, hier ist es. Was willst du? 3 Gramm? Jawohl. Oh, and did I tell you? Backpacks have downsides as well. The more you carry, the slower you run. And big beefy bags, may seem suspicious to the police. Okay, I told you. Now that's your problem. Yes, alles klar. So, hier die 3 Gramm. Und dir noch die 3 Gramm. 5 Gramm meine ich. Yes, damit haben wir Level 2 erreicht. Wir gehen auch gleich auf die Skillung, und zwar Schlaukopf. 2 Punkte auf Schlaukopf, weil dadurch bekommen wir nämlich mehr Erfahrungspunkte, können demnach schneller leveln. Und da werde ich auch anfangs hauptsächlich drauf gehen. So, jetzt hat es nur die Frage, was werden die Clients als nächstes ordern, weil dementsprechend muss ich dann nämlich meine nächste Bestellung ausrichten. Ich kann jetzt natürlich einiges bestellen von Eddie, ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt halt, zu viel Gras bestelle und dann im Grunde nicht die Lieferungen habe für Bambinus, für das Amp, dann ist es natürlich auch blöd, ne? So, was haben wir denn eigentlich für einen Spielraum? 300 oder irgendwas? 190. Okay, das ist noch nicht viel, ne? Obwohl, wir könnten eigentlich bei Eddie schon was ordern. Und zwar machen wir jetzt einfach mal 20 hiervon und 10 hiervon. Das wären dann die ersten 190. Na komm, sag mir wann, in der Stunde oder so, ne? 1,5 Stunden, alles klar. Dann lassen wir mal die Zeit ein bisschen vorlaufen. Dann haben wir es ungefähr 6 Uhr. Schauen wir mal, wo das Zeug hinkommt. Und vor allem schauen wir mal, was die anderen jetzt dann noch bestellen werden. So, kann ich jetzt hier schon ran? Nein. Schauen wir mal ganz kurz. Toter Briefkasten, Lüftungsschacht, okay. Weed und Weed. Und du noch nichts, ne? Halt, Lüftungsschacht, hier. Now that's an interesting place. Look up. The two towers, they call it. Creme de la creme of the native pathology. Now, there ain't no Saruman here, but there sure is a lot of magic going on. Yeah, you know what I mean? Clear. Yo, I heard the authorities got pissed by that tire fire situation, and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run around, they might be nosy. Yes, also ab jetzt müssen wir aufpassen.
So, you're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right? Yes. You'll find more info in the workstation manual. Who cares? So, das ist jetzt eh nur für den Anfang. Okay, gut. Polizeistunde. Noch eine halbe Stunde. Na gut, warten wir mal ganz kurz. So, was habt ihr denn bestellt? Weed, Speed und Weed. Okay, können wir eigentlich alles ausliefern. Zumindest mal das Gras, würde ich sagen, das wir auf jeden Fall annehmen. Und das andere Zeug, das machen wir dann. So, du kommst mal hier rein. Ah ne, warte mal, das Gras tun wir jetzt erst einmal hier rein. So, 2x2 Gramm. You gotta be smart about package sizes, huh? Ja. Smaller bags have more space per gram than the big ones. Use larger bricks for wholesale transport and small ones for direct deliveries. So, wo stehen die zwei guten? Na klar, da drüben. Ist ja logisch. Lohnt sich immer einen Blick daher zu machen, ne? So, Servusla. Hier ist es. Einmal. Und der andere steht da drüben. Ups, entschuldige. So, dann lasst uns mal ganz kurz zur Tankstelle vorne gehen, dass wir uns gleich mal Backpulver holen, weil ich mag jetzt kein Stössel holen. So, ansonsten könnte ich auch Zucker holen, aber ich mache jetzt halt mal nur das Amber. Backpulver, wie viel nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erst einmal 10 Stück. Das sollte auf jeden Fall sind es 10? Ja, es sind 10. Das sollte jetzt auf jeden Fall erst einmal reichen. Und ich mache eine Mischung 20-6 in dem Fall dann. Weil das wird nämlich noch akzeptiert. Das sind dann ungefähr 76% zu 24. So, lassen wir da hin. So. Ups, Entschuldigung. So, einmal die 20. Dann einmal 6 Gramm. Einmal Mix anwenden. Ich nenne das Ganze auch Amber. Amber 20-6. So, weil dann können wir nämlich jetzt, dann haben wir nämlich schon mal auch einen Puffer. Zum einen machen wir jetzt gleich mal Eddie Geld fürs Kartell. 190, ja, ist in Ordnung. Und du willst 2 Gramm Speed, die bekommst du natürlich. So, dann, du kommst gleich hier rein. Zwei Gramm. Tschack, tschack. So, der Part heute wird auf jeden Fall, also ich habe ungefähr eine Stunde gerechnet mit dem ersten Part, dass wir hier auf jeden Fall vorwärts kommen. Wo steht denn der?
stehst denn du? Servusle. So, hier, deine 2 Gramm. Ziehst dir rein, hups. Halt, warte mal, ich könnte da vorne auch noch mal ganz kurz gucken. Ne, leider nix. Also, dann einmal auf zu Eddie, dass wir dann gleich die nächste Bestellung machen können. Außer ist auf jeden Fall was, was ich relativ früh auch ausbauen werde. Aber das Erste, was natürlich wichtig ist, das ist unser Erfahrungslevel. So, danke. Halt, wir gehen darum, weil wenn die Cops jetzt gerade hier rumlaufen, dann kommen die mit Sicherheit durch den Flur hier. Okay, halt. Eddie. Eddie, was bestellen wir denn? Ich würde sagen, dass ich das gleiche nochmal bestelle. Nochmal 20 davon und 10 hiervon. Dann dauert es auch wieder nur 1,5 Stunden. Das ist doch ganz gut. So, gib mir Antwort. Los. Okay, 1,5 Stunden. Wir haben jetzt 9 Uhr, also um 10:30 Uhr. Jetzt hoffe ich nur mal, dass wir noch Aufträge hier bekommen. 2 Gramm Weed, alles klar. Es ist nämlich schnell weg, das Zeug jetzt. Ich sollte vielleicht dann nochmal eine Bestellung machen und... wo stehst du? Oh Gott, das ist der beschissenste... Sorry, aber das ist der beschissenste Platz, den es gibt. Der hier. Na, ich warte lieber. Nichts riskieren, weil ich spiele es ja in Plato Oplomo. Und das Problem ist, wenn die mich erwischen mit Drugs, dann kostet mich das nicht nur Geld, sondern auch alles, was ich in meiner Tasche drin habe. Inklusive Geld und Drogen natürlich. Und da warte ich dann lieber mal ganz kurz ab. So. So, spät. 9:53 Uhr, in einer halben Stunde kommt's dann. Meine Mats. So, neuer Auftrag. Irgendwas. 2 Ampf, jawohl. So, und du stehst. Ach, da drüben. Mensch, was haben die heute für Standpunkte, ey? Yep, hier. So, gucken wir mal, wo es ankommt. Ich hoffe auf dem Basketballplatz oder sowas. Das wäre super. So, gleich das Geld raus. Also, wenn sie mich erwischen, erwischen sie mich. Ne? Das ist auch klar. Also, das ist das Einzige, was ich wirklich auch lasse. Da werde ich nicht laden oder sonst irgendwas. Oh, wir können den freischalten. Gut, mach mal. Mach mal. Dann können wir uns...
Bitte das da. Nehmen wir uns... Nee, ich will nicht alle. Ich will bloß, keine Ahnung, 5 Stück oder sowas. So. Shady. 2 Ampf, jawohl. Anhänger, Mitarbeiter, oh Gott. Voll auf dem Marktplatz, ganz hinten auf dem Marktplatz, ne? Okay, 2 Ampf. So, bevor ich die Drugs hole, tun wir erstmal unsere Sprays anbringen. Ich habe jetzt halt keine Pröbchen dabei für die Leute. Ups, aber ist egal, das können wir immer noch machen. Wie viel soll ich da überhaupt sprühen nochmal? Keep in mind, gaining respect 4 Wände. Is one thing. Okay. Keeping it is another. Respect in neighborhoods slowly drops in time, so don't forget to keep those sales flowing. Low respect is less sales is less money, and less money is, well, yes. It just sucks, okay? Genau, ist einfach shit. Less money ist immer shit, ne? So, eine noch, machen wir einfach daher. Haben wir schon mal 2 Gebiete, wo wir gleich liefern können. So. Dann holen wir mal unsere Lieferung. Weil ich glaube, Nachrichten habe ich jetzt keine, oder? Nee. Nur Eddie. Okay, wir müssen halt jetzt halt ganz dahinter, ne? Das Spiel ärgert mich jetzt gerade. Die nächste Mischung machen. Aber ich bräuchte noch viel mehr Gras. 20, 6. So, auch wieder natürlich Amber. 20, 6. Schauen wir mal kurz wegen Aufträgen. Ich glaube, ich habe noch nicht so viel Geld, wie es Eddie möchte. 190. Wie viel habe ich jetzt? 91. Halt. Gebt mir Aufträge. Lass mal wieder laufen, ein Stück. Jawohl. Zwei, hier damit. Wir wollen ja schnell vorankommen, ne? Jetzt stehst du da? Stell dich halt direkt auf die Straße, Junge. So, jetzt weiß ich nicht, wie viele Muster ich verteilen soll. Ich schaue nochmal nach. Übergebe ihm eine kostenlose Drogenprobe. Okay, einen. Das ist schon mal gut. Weil wir müssen es ja nicht machen, aber wenn, dann gebe ich ihm einen Ampf. So, was haben wir für eine Lieferung?
Isoltown. 2 Gramm krasses Gras, jawohl. Das passt auch optimal jetzt. Weil dann können wir nämlich das eine Pröbchen hier noch unterbringen irgendwo. Wo steht er denn? Ganz da hinten oder was? Ne, hier bei den Mülltonnen. Bleib halt mal da. Ich habe ein Geschenk für dich. Die Cops sind ja weit genug weg, also von daher ist es nicht mehr Problema. So, 2 Gramm. Jetzt habe ich natürlich recht wenig Geld noch. So, das ist jetzt ein bisschen risky, wenn ich das Geld jetzt halt alles mitnehme. Und dabei ausliefer, aber das muss ich jetzt halt einfach riskieren, weil ich muss unbedingt bei Eddie nochmal bestellen. 2 Gramm Weed, jawohl. Habe ich zwar noch nicht ganz die 190, die er will von mir, aber das ist ja egal, wo stehst du? Gut, ganz da drüben wieder. Okay, 2 Cops sind dahinter gelaufen. Mal ganz kurz schauen. Ach nee, das Wasserflasche brauche ich jetzt nicht. So, Servusler. Ups. Hier ist es. So, dann haben wir jetzt gerade mal 155. Aber das ist egal, das bringe ich jetzt halt mal zu Eddie. Weil dann kann ich zumindest für die 150 nochmal 30 Gramm kaufen. Und ich glaube, Preis kann ich jetzt halt eh noch nicht anpassen. So, hast du was für mich? Jupp, hier ist es. Okay, alles klar, danke. So, weil wir haben jetzt halt erst 14 Uhr. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall noch 30 Gramm schnell bestellen. Dass ich mit Gras schon mal versorgt bin, weil sonst geht mir das nämlich alle. Wenn die dann so langsam anfangen und wollen dann 10 Gramm und 12 Gramm und mehr, dann wird es schwierig. 2 Gramm, yes, machen wir. Eddie, bitte eine Bestellung und zwar, ja, das passt schon, 30 Gramm. Und dauert das nämlich 1,5 Stunden, dann ist das gut. 14, 20, 15, um 16 Uhr kommt es dann. So. 2 Gramm. Um 16 Meter, die steht direkt an dem Durchgang hier unten, ne? Ja, die steht direkt im Durchgang. Das mag ich. Einfach nur runter, kurz rum um die Ecke und dann steht Kunde auch schon da. So, dann warten wir mal auf den nächsten Auftrag. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz wegen meiner Zeit gucken. Aber ich glaube, da habe ich ein bisschen einen Fehler jetzt gerade gemacht. Ja, ja. Habe ich. Na gut, 10 Minuten haben wir noch. Gucken wir mal, was wir da noch alles schaffen zum Ausliefern. Also ich werde jetzt die ersten, ich sage jetzt mal 5 Parts, 6 Parts, 7 Parts, werde ich jetzt immer so ungefähr eine halbe Stunde natürlich machen und auch tägliche Folge. Und danach muss ich mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe, aber dann vermute ich mal, dass dann jeden zweiten Tag eine Folge kommt und auch so zwischen 30 und 40 Minuten in etwa. Nur, dass ihr ungefähr wisst, wie es jetzt abläuft. Ah ja, 1,5 Stunden. 15 Uhr, noch eine Stunde. Machen wir mal Zeitvorlauf. Jawohl.
Hier. Und zwei bitte. Danke. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz schauen, wegen Preise. Nee, kann ich noch nichts machen. Der Ruf ist noch zu gering. Aber ist okay. Freischalten kann ich auch noch nichts. Da brauchen wir ISO Town mindestens. Ja, gut. Das sollte kein Problem sein. Ich nehme mal noch zwei Sprays. Achso, ich habe ja noch 6 Sprays, habe ich noch einstecken. Dann machen wir das mal schnell. Moment, wo stehst du? Boah, da drüben. Also Flasche nehme ich jetzt auch wieder nicht mit. Ist ja nur Gewicht, ne? So, Servusle. Machen wir noch schnell 2 Sprays oder sowas. Das hier ist West Old Town. Wir brauchen East Old Town. West Old Town. Toter Briefkasten, Möbelgeschäft. Na, ist super. Kann ich hier noch? Hier noch? Dann lass mich ein Spray hin machen. Anbringen hier, ne? Weil ich die zu unbedacht zu nah gemacht habe, die Sprays. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Ruf, dass wir dann den Marktplatz freischalten können. Je früher, desto besser. Okay, wir haben jetzt... Ah, das sieht man ja da nicht. Okay, gehen wir mal zum Shop. Aber dass das so weit weg ist jetzt. Wahrscheinlich, weil ich zu früh freigeschalten habe, das Ganze. Naja, schnauf durch. Und, wieder fit? Okay, damit haben wir jetzt auf jeden Fall mal einen Vorrat, der zwar auch nur recht kurz reicht, aber ist okay. So, schauen wir mal, ob wir Marktplatz frei machen können. Ne, noch nicht. Achso, Dealerstufe 4 fehlt noch, deswegen. Okay. Eddie, was ist mit dir? Ja, ja. Und hier brauchen wir 2 Ganja, alles klar. Und du stehst wo? Ach, auch da drüben, ne? Das ist ja... Was habt ihr gegen mich? Es ist halt echt totaler Zufall, wo sie sich hinstellen, ne? Aber es gibt einfach so ein paar Stellen, die mir nicht so gefallen. So. Hallöchen. 2x Dope. Okay. Lief doch schon mal ganz gut für den ersten Tag eigentlich. Also ich bin zufrieden. Könnte auf jeden Fall immer besser sein, das ist auch klar. So, Spraydosen auch mal raus hier. Die brauche ich jetzt halt nicht. $64 haben wir. Und wir haben keinen Auftrag gerade aktuell.
Tja, und da brauchen wir eben noch. Wir haben jetzt Level. Gleich haben wir Level 4 im Grunde erreicht. Das ist gut. Und dann können wir nämlich den Marktplatz freischalten. Und wenn wir den Marktplatz haben, dann läuft auch das Ganze schon nochmal besser, weil wir kriegen jetzt dann die Wohnungen. Und wenn wir die Wohnungen haben, dann können wir ja da auch nochmal zusätzlich richtig gut. 2 Gramm Speed, jawohl. Können wir dann nämlich nochmal ganz gut Kunden dazu gewinnen. Product 2 Gramm bitte. Dankeschön. Noch einer. 2 Gramm Weed, jawohl. So, mal die als letzte Lieferung jetzt. Mal schauen, ob jetzt noch was passiert. Wir müssen einmal nach rechts am Spielplatz und einmal ganz da hinten bei meinem Lieblingsunterschlupf. Wasserflasche brauche ich nicht. Ups. Immer wieder auf Escape. Gut, Servusler. So, hier ist es. Die 2 Gramm. Viel Spaß damit. Zieh's dir rein. Gut. 18.12 Uhr. Es wird langsam wirklich duster. Und ich würde sagen, wir haben den ersten Tag doch wirklich ganz gut abgeschlossen. Freue mich auch schon drauf, weiterzumachen und das Drogenimperium wieder auszubauen, alle Bereiche natürlich freizuschalten, die es hier gibt, und mit euch noch weiter auszuliefern. Und würde sagen, wir machen hier an der Stelle dann beim nächsten Mal weiter. Freue mich drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.